Willkommen zurück zu einer neuen Folge Star Wars Tor, The Old Republic. Wir wollen heute ein paar Quests abgeben. Dazu müssen wir uns hier aber erstmal durchkämpfen. Und ich denke mal, so easy wie wir die klatschen, kriegen wir das locker hin. Ich muss nur gucken, wo ich hin muss. Da muss ich jetzt erst einmal hin. Okay. Also weiter hier durchrennen. Da lang muss ich. Was ist das hier? Graz Streitkräfte. Was habe ich jetzt gemacht? Da oben geht's aber auch noch weiter. Moment mal. Da hoch muss ich doch, oder? Muss ich da hoch? Ja, ich muss da hoch. Oder muss ich hier unten lang? Ich muss hier unten lang, oder? Ja, doch. Ja, hier muss ich. Doch, hier muss ich jetzt lang. Hier lang und dann darum, genau. So, jetzt sind wir hier und jetzt müssen wir da lang. Aktuell Level 19 auf Level 17 gedrosselt, was ich ein bisschen schade finde. Aber das lässt sich wohl nicht verhindern. Ich hörte, dass auf Gratans Anwesen so einiges los war. Nicht viele marschieren da so einfach rein und raus. Aber ich sehe meine Jungs nicht. Sagt mir, was ihr vorgefunden habt. Gratan hat Experimente mit ihnen gemacht. Sie in Maschinen verwandelt. Maschinen? So. Ich hörte Gerüchte über Gratans widerwärtige Methoden und ich habe einen starken Magen, aber dennoch, mir ist übel. Ich hatte gehofft, alles würde gut enden. Wie du
mich doch wahr? Sie haben nicht gelitten. Dafür habe ich gesorgt. Es war das Mindeste, was ich tun konnte. Wirklich? Ich weiß das zu schätzen. Es musste wohl sein. Ihr habt die Informationen beschafft, die ich haben wollte, und euer Geld verdient. Nehmt es. Ein paar Credits werden Ihnen nicht fehlen. Jetzt muss ich Ihre Familien benachrichtigen und Ihre Habe nach Hause schicken. Dann brauche ich neue Rekruten. Das gehört dazu, Captain. Ich bin sicher, ihr werdet eure Pflicht erfüllen. Wie nett. Man sieht sich bestimmt. Schon besser. So, wir haben Stufe 20 erreicht. Gefechtsgeschick. Shisho-Meisterschaft. Schwertstärke. Strangulieren. Vernichtende Faust. Unaufhaltsam. Fordert 3 Punkte. Das haben wir ja schon. Drohlicher Schrei. Wenn deine Bewegung eingeschränkt ist, erhältst du einen Schadensbonus. Nee, die heben wir uns mal auf. Die heben wir uns mal auf. Dann haben wir jetzt noch besiege Valenkorik. Besiege das. Reise zur imperialen Flotte. Festungseinführung. Was ist das hier? Besiege Lord Dingsbums Gedöns. Besessener Jäger. Alte Freunde. Ich muss dort hin. Dann. Wo ist das Raumschiff? Wir sind startklar. Dahin. Genießen Sie Ihren Aufenthalt. Da sind wir schon. Denke ich mal. Nö. Entschuldigung für den kurzen Cut, aber bei mir hat die Post geklingelt. Das geht natürlich vor. Jetzt muss ich erstmal runter mein Päckchen entgegennehmen. Weil die zu faul sind, hochzukommen. Keine Ahnung warum. So. Wir wollten jetzt besiege Lord Titaratatings. Ihr wisst Bescheid. Ich muss erstmal gucken, in welche Richtung ich muss. So und dann so. Okay. Krieg mal hin. Das kriegen wir noch hin hier. Ja, genau da. Warte mal, da muss ich doch runter.
Oh, bitte. Kann ich hier nicht runterspringen? Oder Fahrstuhl nach unten fahren? Ich muss da runter. Das ist ja jetzt Scheiße. Boah, da unten war ich doch schon. Ich bitte euch. Oh, den kann ich looten, ne? Moment. Scheiße. Scheiße! Also wenn ich hier runterspringe, bin ich definitiv tot. Ja, komm. Schon besser. Scheint es keinen Fahrstuhl runter zu geben. Schade. Es sind da noch mehr Droiden. Die stehen hier einfach nur dumm rum. Die könnten die easy peasy ausradieren. Aber was machen sie? Scheißdreck. Feigen Dreck.
Drecksäcke. Schlaster. Nee. Fahrstuhl, beweg dich. Komm, ich will gar nicht lang gegen die kämpfen. Komm hoch, Fahrstuhl, komm. Beweg dich. Tschüss. Fette? Fette? Kommst du bitte? Level 18 und tschüss. Ich vermisse irgendwie die Fette oder Fett oder Wett, wie auch immer. Kann ich die irgendwie zu mir rufen? Die ist im Kampf? Ja, da muss ich das jetzt hier alleine versuchen. Weil mich die Alte hat alleine gelassen, was soll das? Wie blöd ist die? Komm, beweg dich, du Dulli! Schon besser. Willst du mich verarschen? Die ist unsichtbar. Wow. Yeah.
Bitte verwenden Sie sämtliche Produkte nur nach Anleitung. Halt dein Maul, Droide. Ich bin gerade ein bisschen angefressen hier. Den Scheiß will ich. Warte mal. Was gibt denn der genau? Eine Stunde lang, bla bla bla. Nein, weg damit. Brauche ich nicht. Leben Sie wohl. Das ist toll, danke. Hey, das ist toll, danke. Ich mach dir Geschenk und du lässt mich alleine dort im Kampf. Also, ich, für den Arsch, ey. Bin ich denn jetzt überhaupt? Ja. 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 Was soll ich dazu sagen? Anderthalb Minute, ja. Mann. Vetter, beweg dich. Jetzt lege ich dir dein Halsband wieder an. Was ist denn das hier unten? Das Vermächtnis. Für was soll das gut sein? Kann mir das jemand erklären?
gucken, ob noch alles an mir dran ist. Kack-Tiger. Was ist da drin passiert? Captain Fiesig will es nicht sagen, aber die Sklaven sind nicht zurückgekommen. Ich dachte, ich hätte Schreie aus dem Tempel gehört. Wahrscheinlich nur. Ich habe 3 Expeditionen in den Tempel der dunklen Seite geschickt. Keine kam zurück. Ich weiß nicht sicher, was los ist, aber wer dort hineingeht, der kommt nicht wieder raus. Und? Woher diese Schlussfolgerung? Vor den Lauten, die ich dort gehört habe, würde sogar ein Rancor fliehen, wenn er genug Grips dazu hätte. Ihr könnt den Tempel der dunklen Seite überleben. Ich bitte euch, mir und dem Imperium einen Gefallen zu tun. Die Leute, die ich hineinschickte, haben bestimmte Daten gesucht. Sie waren verzichtbar, größtenteils Sklaven. Aber die Daten sind wichtig. Was waren das für Daten? Wir haben einen Anstieg seismischer Aktivität in der Gegend beobachtet, die auch Schäden am Tempel bewirken könnte. Die Sklaven der Expeditionen hatten Datenpads dabei, um alle Daten zu registrieren. Bringt mir diese Datenpads zurück. Die Informationen sind für weitere Bauvorhaben auf Drom und Kaas wichtig. Nicht sehr aufregend, ich weiß, aber helft ihr mir? Ich werde mich darum kümmern. Wunderbar, fantastisch. Eure Hilfe ist von großem Wert. Ich markiere euch auf der Karte, von wo aus ich zuletzt von der Expedition hörte. Mehr kann ich nicht tun. Hallo? 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 Fährst du hoch? Arschloch! Benötigen Sie medizinische Hilfe? Nö. Leben Sie wohl. Du mich auch. Endlich hat der Rat der Sith meine Bitten erhört. Und einen starken Sith-Kämpfer geschickt, um den Tempel zu sichern. Was geht hier vor? Natürlich, sie haben mich wieder ignoriert. Wie dumm von mir. Ihr seid aber hier und somit befugt, den Tempel der dunklen Seite zu betreten. Ihr könntet diesen Planeten trotzdem retten. Ich höre aufmerksam zu. Der Tempel der dunklen Seite ist uralt. Er wurde während einer früheren Inkarnation unseres Imperiums errichtet. Vor 1000 Jahren begrub unser Imperator hier seine Feinde. Diese Feinde sind selbst im Tod noch mächtig. Darum wurde der Tempel versiegelt. Aber nun ist etwas Schreckliches passiert. Irgendein Idiot hat sie aufgeweckt? Als der Imperator sich anderen Angelegenheiten widmen musste, suchte eine Gruppe ehrgeiziger, aber unwissender Sith Macht zu erlangen, indem sie den Tempel plünderten. Die gesuchten Reliquien fanden sie nicht. Stattdessen erweckten sie einen uralten Sith-Lord, Lord Kallik. Die gesamte Expedition fiel dem Wahnsinn anheim. Sind sie immer noch da drin? Alle, die noch am Leben sind, ja. Lord Kallik starb in einem Hinterhalt und wusste wohl nichts von seinem Tod, als er aufwachte. Seine Erwartungen wurden zur Realität für seine Umgebung. Seine Macht überwältigte alle im Tempel. Und selbst jetzt bekämpfen sich die Arbeiter, halten sich für Sith Lords und beziehen ihre schrecklichen Kräfte von Lord Kallik selbst. Was genau ist meine Aufgabe? Die Kämpfe selbst sind mir egal, aber sie könnten Schlimmeres nach sich ziehen. Es gibt noch andere uralte Sith Lords, deren Geister im Tempel schliefen. Wenn diese alten Sith-Lords von all der Gewalt erwachen, könnten sie Drom und Kaas überrennen. Die sollen ruhig weiter schlummern. Ich habe die Grabkammern drinnen untersucht. Sie sind alle nach demselben alten Muster gebaut. Das hilft uns weiter. Wenn ihr die 500 Kilo schweren Türangeln an jeder Gruft verschweißt, wird selbst der heftigste Angriff die Alten nicht mehr aufwecken. Sie haben alle ihr Leben verwirkt.
Und dann kommt der nächste Haufen Idioten und stürzt uns wieder in denselben Schlamassel. Das Team, das ich bereits hineingeschickt habe, benutzte einen massiven Schweißbrenner. Effektiv, aber langsam. Sie sind nicht weit gekommen. Ihr müsst den Schweißbrenner finden und die Türen der Alten versiegeln. Ja. Ob wir das schaffen, erfahren wir in der nächsten Folge. Bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.